herzlich willkommen zu dieser neuen Reihe Discord-Bot-Programmierung. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Kotlin und JavaCode und werden uns hauptsächlich auf Slash-Commands und alles drumherum konzentrieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Wie ihr am Anfang direkt gesehen habt, geht es heute um die Einrichtung eurer Entwicklungsumgebung und unseres Maven-Projekts. Dementsprechend bitte ich euch einmal, wenn ihr es noch nicht getan habt, euch eine IDE eurer Wahl, mit der ihr Java bzw. Kotlin entwickeln könnt, runterzuladen. Ich kann euch hierfür nur IntelliJ empfehlen. Ihr dürft natürlich auch genauso Eclipse, VS Code oder was auch immer benutzen. Das ist ganz euch überlassen. Aber vor allem für Einsteiger, die noch nie irgendwas mit Maven oder JVM-Programmierung gemacht haben, empfehle ich euch einfach, euch an mich zu halten, das zu benutzen, weil dann wisst ihr ganz genau, wo was ist, wenn ich euch zeige, wie wir zum Beispiel das Ding dann exportieren oder weiteres machen. Genau, hierzu werdet ihr einfach auf jetbrains.com/dede/ide gehen. Link dazu ist auch nochmal in der Beschreibung, ansonsten könnt ihr auch einfach IntelliJ auf Google eingeben. Ladet euch das Ganze dann für euren Betriebssystem herunter, installiert das Ganze, das ist super easy, das werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Und dann switchen wir gleich mal in das erste Fenster. So oder so ähnlich sollte euer Fenster jetzt aussehen, wenn ihr IntelliJ das erste Mal gestartet habt. Eventuell wird es hell sein, da können wir alles später selbstständig in Customize bzw. in Plugins anpassen. Das dürft ihr machen, wie euch beliebt. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch nochmal im Discord schreiben, wie ihr da ganz einfach meine Einstellung hinbekommt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal nur um das Wichtigste. Und das ist, dass wir mit Maven ein Kotlin-Projekt erstellen können. Und dafür gehen wir erstmal auf Plugins und kontrollieren, dass hier das Kotlin-Plugin schon installiert ist. Wenn das nicht so ist, klickt ihr hier oben einmal auf Marketplace und gebt einfach nur ein Kotlin und installiert euch das erste Tool. Müsst danach hier einmal noch die IDE neu starten und dann können wir loslegen. Der ganze Rest ist, wie ihr wollt. Ihr könnt hier dann noch Designs und alles Mögliche hinzufügen, wie es euch beliebt. Das Kotlin brauchen wir auf jeden Fall, um heute starten zu können. So, wir gehen auf Projects und klicken oben auf New Project. Dann kommt hier dieses neues Projektfenster. Also wenn ihr es auf Deutsch habt, steht hier eben neues Projekt, ansonsten steht hier New Project. Und hier sehen wir jetzt schon in der Reihe, es gibt hier einen Typ Kotlin. Wir könnten das Ganze jetzt auch direkt über Maven erstellen und dann Kotlin im Nachhinein einbinden. Also eventuell, wenn ihr in einer anderen IDE seid, die nicht direkt ein Kotlin-Projekt unterstützt, dann einfach ein Maven-Projekt erstellen, erstmal ganz normal mit Java und dann einfach in der POM-XML die Kotlin Dependency hinzufügen, das zeige ich euch auch gleich, wie das aussieht. Und dann können wir damit weitermachen. Für alle, die jetzt hier das Kotlin haben, können hier natürlich direkt jetzt Kotlin auswählen. Geben wir hier oben unseren Titel ein, zum Beispiel Tutorial Bot. Und müssen jetzt hier unten eben auswählen, okay, wir wollen Gradle Kotlin, Gradle Groovy, IntelliJ oder Maven. Wir machen jetzt alles einfach mal auf Maven, weil wir jetzt nichts mehr brauchen, als Maven uns bieten kann und es dadurch deutlich einfacher zu verstehen ist als Gradle. Für Gradle hätten wir später noch mehrere Features und viel, viel mehr Möglichkeiten, aber für den Einstieg reicht definitiv Maven. Genau, wir wählen einfach nur eine Application aus und bei der Project SDK könnt ihr euch jetzt entweder eine runterladen, die mitgeliefert wird, oder wenn ihr schon habt, könnt ihr eure eigene auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal ein OpenJ9 16 aus. Also das ist quasi Java 16, das wir hier benutzen. Und warum das jetzt genau Java ist, erkläre ich euch dann auch gleich nochmal. Aber jetzt als allererstes machen wir unser Projekt. Wir könnten hier direkt noch unsere Artifact-Sachen anpassen. Das ist relativ wichtig, wenn wir das Projekt später veröffentlichen wollen. Wenn wir das nicht wollen, ist uns das im Grunde egal. Ihr könnt da trotzdem dann eure eigenen Daten eintragen. Wir klicken auf Next. Und müssen jetzt das Main-Modul bestimmen. Und hierzu könnten wir Templates auswählen, die wir jetzt in diesem Fall nicht brauchen, weil eine Konsolenapplikation oder ein Webserver ist nicht unser Ziel dieses Projekts hier. Als Test-Framework ist hier JUnit 4 ausgewählt.
wenn ihr wirklich Tests für euren Bot schreiben wollt, würde ich euch sogar JUnit 5 empfehlen. Aber normalerweise für ein einfaches Bot-Projekt brauchen wir keine Tests und deswegen wählen wir hier None. So, die Target-JVM-Version ist die Version, auf der es in Java quasi laufen kann. Die meiste Zeit gebe ich hier Java 13 an. Wir können das später in Maven auch sogar nochmal ändern auf Java 16. Allerdings, desto höher ihr dann dadurch geht, da könnt ihr natürlich dann die verschiedenen coolen Sachen benutzen. Aber die meisten Sachen von Kotlin basieren sowieso auf Java 8 und dementsprechend ist es eigentlich überhaupt kein Problem, da auch die 1.8 zu wählen. Klicken wir mal Finish. Genau. Jetzt lädt sich das Ganze ab. So, das Projekt hat jetzt geladen. Hier unten ist jetzt kein Ladebalken mehr und es steht hier Initialized. Das heißt, unser Projekt ist quasi ready to go und wir können loslegen. Dafür klappen wir hier oben jetzt einfach mal den Ordner TutorialBot auf und sehen schon, wir haben hier einen IDER-Ordner. Der ist speziell für IntelliJ, der interessiert uns jetzt erstmal nicht. Was uns interessiert, ist der Source-Ordner und die POM-XML. POM-XML ist von Maven und ist quasi unser, eine Art Skript, das uns oder das unserem Projekt sagt, was für andere Libraries wir noch benötigen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mit JavaCord heute entwickeln wollen, müssen wir Maven sagen, okay, wir wollen mit JavaCord entwickeln, gib uns doch mal bitte alle APIs von JavaCord. Und das ist auch das, was wir heute im heutigen Video hauptsächlich machen werden. Wir werden jetzt erstmal diese POM-XML richtig einrichten. Und dafür macht ihr einfach einen Doppelklick darauf, dann öffnet ihr die POM-XML. Jetzt können wir hier oben nochmal unsere Artifacts und Names ändern. Zum Beispiel hier einfach wieder auf TutorialBot. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwas in der POM-XML verändert, müsst ihr hier oben rechts das Load Maven Changes Logo einmal klicken, damit das auch wirklich übernommen wird. Ansonsten habt ihr es zwar gespeichert, aber Maven wurde nicht neu geladen und eure Änderungen sind quasi nichtig. So, wir haben hier drin jetzt schon ein automatisches Build-Script von Kotlin drin. Das meiste hiervon brauchen wir nicht, weil wir hier gesagt haben, wir wollen nicht testen. Das heißt, Test-Compile kann schon mal raus. Und auch das Test-Source-Directory wird bei uns heute nicht benötigt. Das heißt, wir haben ein kleines Build-Script, was uns einfach nur Kotlin compiled in JVM-Bytecode. Und das ist auch das Wichtige, was ich euch vorhin schon mal erklären wollte. Kotlin basiert auf Java. Das heißt, im Grunde entwickelt ihr auch Java, aber eben in einer Sprache, die auf Java basiert. Und das Ganze wird dann wieder in einen maschinellen Bytecode umgewandelt, der von Java gelesen werden kann. Also beziehungsweise der Java-Code, den ihr schreibt, der wird in JVM-Bytecode umgewandelt und Kotlin-Code wird eben genauso in denselben JVM-Bytecode umgewandelt, sodass am Schluss unser Compiler das Ganze lesen kann, beziehungsweise Java, die Runtime-Environment, das Ganze dann lesen kann und starten kann. So, und hier sehen wir jetzt auch schon, was quasi jemand einfügen müsste, der ein reines Maven-Projekt gemacht hat. Man müsste zum einen eben das Build-Script anpassen, dass er hier eben das Build-Plugin von Kotlin hat, um Kotlin zu compilen. Und dafür benötigen wir die Kotlin-Dependency, und zwar die Standard-Libraries von der JDK 8. Und da meinte ich eben, wir basieren sowieso auf der JDK 8, deswegen könnt ihr theoretisch auch auf der JDK 8 bleiben. Außer ihr wollt andere Dependencies benutzen, die höheres benötigen. So, dann laden wir einmal nochmal Maven neu. Und viel passiert jetzt gar nicht mehr hier. Wir werden jetzt noch die JavaCord Library einfügen und dann ein Assembly-Plugin hinzufügen, sodass wir unser Bot später als Jar auch wirklich bauen können. Dafür gehen wir erstmal unten bei den Dependencies rein und machen hier eine neue Dependency. Genau, das wird hier von IntelliJ direkt auto-completed. Ansonsten könnt ihr das einfach so selber schreiben mit Group-ID, Artifact-ID. Aufpassen, das I groß. Und jetzt wissen wir natürlich erstmal nicht, was reingehört.
Deswegen gehen wir jetzt auf die offizielle Seite von JavaCord bzw. auf die GitHub-Page, scrollen ein wenig runter. Der Link dazu ist natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Und hier sehen wir schon für Maven die Dependency, was da reingehört. Und das Ganze können wir uns einfach theoretisch sogar kopieren und bei uns einfügen. Laden wir einmal neu. Und jetzt sehen wir, er lädt gerade die Dependency runter, beziehungsweise lädt sie bei mir aus meinem Cache, da ich das schon mehrfach runtergeladen habe. Und bei External Libraries ist jetzt hier JavaCord. Die API und das Core und alles, was dafür noch benötigt wurde. Das heißt, jetzt können wir starten und mit JavaCord entwickeln. So, wenn wir das Ganze später dann als Jar bauen wollen, müssen wir noch ein Assembly-Plugin hinzufügen. Das Ganze ist einfach nur ein Plugin, das uns in Maven direkt alle unsere Dependencies zusammenzieht und in unsere Jar reinpackt, sodass jemand, der diese Jar bekommt oder unser Server, ganz einfach nur diese Jar ausführen muss und alles läuft, wie es laufen sollte. Und dafür haben wir eine weitere Dependency. Da habe ich jetzt leider keinen Link für euch, das heißt, wir müssten das einmal abschreiben. Und zwar ist die Group-ID org.apache.maven. Oh, jetzt hat er mir das Falsche genommen. .plugins. Und die Artifact-ID ist nicht Maven Toolchain, zu viel entfernt, sondern Maven-Assembly-Plugin. Und die aktuelle Version ist die 3.3.0. Und jetzt werden wir noch einen Typ angeben. Und zwar ist das ein Maven-Plugin, da wir es ja direkt nur hier in Maven brauchen und nicht in unserer Jar später. So, dann haben wir, wenn wir das geladen haben, einmal das Maven Assembly Plugin hinzugefügt. Und jetzt müssen wir das noch zu unserem Build-Script hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier in unseren Build und werden jetzt einmal ein Plugin hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier auch in Plugins rein und machen hier ein neues Plugin. Müsst ihr gucken, dass ihr in Plugins drin seid. Also zwischen den Plugins öffnen und schließen. Schließen wird immer mit einem Slash gemacht. Und hier machen wir jetzt ein neues Plugin. Und das hat die Artifact-ID Maven Assembly Plugin, so wie wir es unten gerade eingefügt haben. Die Group-ID brauchen wir eigentlich nicht. Und hier können wir jetzt das Ganze noch konfigurieren. Und dafür machen wir Configuration. Und sagen zum Beispiel Final Name. Das hatte ich nämlich sehr, sehr lange gesucht, deswegen werde ich es euch jetzt hier direkt zeigen. Wenn Maven das Ganze baut, würde er es normalerweise als MainModule.jar bauen. Und das ist nervig, das müsste man immer umbenennen. Also zumindest in meinem Fall habe ich das immer dann umbenannt. Hier mit Final Name können wir direkt sagen, wie die Jar-Datei heißen soll, die wir bauen. Und da sagen wir jetzt einfach zum Beispiel TutorialBot. Das heißt, unsere Datei wird am Schluss tutorialbot.jar heißen. So. Jetzt machen wir einmal ein Archiv. Und hier fehlt uns jetzt, glaube ich, noch was. Und zwar müssen wir unsere Main-Klasse da dann deklarieren in einem Manifest, damit quasi die Jar-Datei später weiß, was genau ausgeführt werden soll. Das haben wir jetzt noch nicht, das heißt, wir werden hier jetzt einfach mal einen Kommentar machen und den machen wir wie in HTML, glaube ich, weiß nicht, so ähnlich, mit einem Pfeil nach links, also einfach einen ganz normalen spitzen Pfeil. Bei mir sieht es jetzt nur so aus, weil ich ein CodeStyle-Pack drin habe. Dann ein Ausrufezeichen und zwei Minus und beenden tun wir es wieder mit zwei Minus und einem Pfeil nach rechts. Und hier schreiben wir jetzt einfach mal rein Main Class Artifact. Nee, nicht Artifact, sorry. Manifest. Muss hier noch rein. So, da
damit das Ganze dann auch wirklich nur TutorialBot heißt und nicht noch unsere Version oder was auch immer angehängt wird, müssen wir hier noch was hinzufügen. Und zwar Append Assembly ID. Und das setzen wir auf False. Das wollen wir nicht mit anhängen. Wenn ihr da True lasst oder halt einfach weglasst, dann wird die Assembly ID noch mit angehängt. Dann müssen wir einen Descriptor Ref hinzufügen, das uns einfach sagt, oder beziehungsweise das dem Assembly Plugin sagt, was genau gemacht werden soll. Descriptor Refs. Und da muss eben ein Descriptor Ref rein. Und der heißt in diesem Fall jar-with-dependencies. Also quasi unsere Jar mit allen Dependencies, die benötigt werden, zusammen. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, wann das Ganze passieren soll. Und dazu gehen wir aus unserem Konfigurationsblock raus und machen hier im selben Plugin aber noch einen Exekutionsblock, also ein Executions. Und das ist dann eine Execution. Und da sagen wir jetzt als ID make-assembly. Also dass wir quasi die Assembly antriggern. Und das Ganze soll während der Maven-Phase Package ausgeführt werden. Also wenn wir jetzt hier links dann bei Maven Tutorialbot Lifecycle auf Package klicken, dann wird das quasi ausgeführt. Und dazu fügen wir noch, jetzt bin ich eins zu weit raus, hier drin fügen wir noch ein Goal ein. Dazu brauchen wir Goals und ein Goal. Und zwar ist das ein Single Goal, also einfach nur Single. So, jetzt haben wir das fertig und müssen hier oben rechts einmal nochmal Load Maven Changes machen. Und jetzt haben wir auch schon unser Grundkonstrukt fertig gebaut. Und könnten quasi anfangen, eine Klasse, also unsere erste Klasse zu erstellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz an, die erste Klasse zu erstellen in Kotlin. Und den Rest werden wir dann im nächsten Part machen. Und dazu gehen wir einfach jetzt mal in Source, Main und jetzt haben wir hier einen Kotlin-Ordner. Machen wir Rechtsklick drauf, New und dann ein Package. Und das nennen wir jetzt, wie ihr wollt, nach eurer Domain oder was auch immer. Standardmäßig macht man es eben seine eigene Domain rückwärts geschrieben. Also bei uns wäre es jetzt in unserem Fall cloud.melion. Und jetzt vorne hänge ich quasi an, was eine Art von Programm es ist, was ich gerade programmiere. In unserem Fall ja ein Bot. Und das ist jetzt ein Tutorial-Bot, deswegen nenne ich es einfach Tutorial-Bot. Ihr müsst nur gucken, dass ihr nicht mehrere Projekte habt, die hier diesen selben Pfad benutzen, mit denselben Klassennamen dann. Also sonst kann es da zu Komplikationen kommen, wenn ihr beide gleichzeitig starten wollt. So, und dann machen wir hier Rechtsklick drauf, New Kotlin Class File. Und das ist erstmal ein File. Und den nennen wir jetzt einfach nur Start. Das wird unsere Startdatei sein, aus der dann unser Bot raus gestartet wird. Und hier werden wir jetzt schon einmal unseren ersten kleinen Kotlin-Code schreiben. Und zwar unsere Main Function, also die Funktion, die als allererstes ausgeführt wird, wenn unser Programm startet. Und wenn ihr Java könnt, dann wäre das die Public Static Void Main mit den Argumenten. Hier ist es etwas anders. Es gibt kein Public Static Void, was auch immer. Sondern wir machen hier einfach nur ganz simpel Fun für Function. Und jetzt wollen wir eben unsere Main Function, also Main. Jetzt schlägt das uns hier schon vor. Was in Kotlin noch eine Besonderheit ist, wir können sie entweder mit leeren Klammern machen, also ohne Argumente, wenn wir sagen, okay, wir haben gar keine Argumente, oder wir können es eben mit Argumenten übergeben, und das machen wir eben mit args, also einfach nur betitelt, wie sie heißen sollen, in dem Fall jetzt eben args, dann ein Doppelpunkt, ich mache hier kurz mal geschweifte Klammern dahinter, damit er hier nicht meckert, dann ein Doppelpunkt, und dann kommt der Typ unseres Parameters dahinter. Und das ist in dem Fall ein Array von Strings. Das Array ist quasi eine Art Liste, beziehungsweise eine Aneinanderreihung von
verschiedenen Elementen und diese Elemente beschreiben wir eben in diesen Spitzenklammern und die sind eben alle vom Typ String, also ein Text. Genau, und so ist die Argumente an sich, die wir hier haben in der Main, sind alle, die wir mit übergeben. Also wenn wir jetzt quasi unsere jar-Datei ausführen mit java-jar tutorialbot.jar und dann da hinten dran könnten wir schreiben, zum Beispiel unseren Token reinfügen und der würde dann quasi hier als erstes args-Argument angezeigt werden. So, da hinten dran machen wir eben geschweifte Klammern, dass wir eben sagen, okay, hier ist jetzt unsere Funktion und hier können wir jetzt zum Beispiel einfach mal ausgeben, Bot gestartet, auch wenn wir jetzt noch keinen Bot haben, ist ja erstmal egal, oder Bot startet. Und das wäre in Java eben vergleichsweise System. Boah, lange nicht mehr gemacht. Console.println, irgendwie so. Ja, System.out.println, sorry. Hier machen wir einfach nur println. Für was sollen wir System.out davor schreiben? Println. Mit println weiß jeder, was gemeint ist, also println. Und hier sagen wir jetzt einfach Bot startet. Startet. So. Ja, meckert er jetzt, weil es plötzlich Deutsch ist und kein Englisch, was er erwartet. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben hier unsere Hauptfunktion. Wir können die jetzt auch einmal schon mal ausführen. Einfach hier auf dieses Button klicken und sagen Run Start. Dann erzeugt er uns auch direkt eine Run Configuration und compiled das Ganze zum ersten Mal. Beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, danach wird es relativ schnell gehen. Und wir sehen hier schon, Ausgabe Bot startet. Also genau das, was wir wollten. Und hier oben hat er uns jetzt eine Run Configuration erstellt. Da können wir mit Edit Configurations reingehen und das ganz angucken. Und hier wäre jetzt bei Program Arguments, wären genau diese Argumente, die dann hier hinten dran übergeben werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier 1, 2, 3 mache, Apply. Und jetzt hier bei Bot startet, nochmal drunter. Print ln args.jointToString. Damit können wir quasi mehrere Aneinanderkettungen einfach wieder zu einem Text machen, dass der aneinander hängt. Wenn ich das Ganze jetzt hier oben einmal starte, dann sagt er hier Bot startet und dann 1, 2, 3, was wir eben übergeben haben. So, das war es jetzt erstmal schon mit diesem Teil. Jetzt werden wir noch ganz kurz in der POM XML unsere Main-Klasse einfügen. Das haben wir ja vorher nicht gemacht. Das heißt, das hier unten können wir erstmal wieder reinklappen. Und das Ganze werden wir als Property definieren, dass es später ein bisschen einfacher ist, wenn wir es nochmal brauchen. Und das tun wir einfach hier oben in dem Properties-Teil eine neue Property hinzufügen und die nennen wir einfach mal main.class. Er schlägt jetzt main.class.name vor. Können wir theoretisch auch machen, aber brauchen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt einfach nur main.class nennen. Das dürft ihr nennen, wie ihr wollt. Ihr müsst es nur später eben dann da unten genauso einfügen, wie ihr es hier genannt habt. Und das ist in diesem Fall jetzt unser Package. Na, er schlägt es ja auch schon vor. .melion.tutorialbot. Und jetzt einfach start kt. Da müsst ihr drauf achten. Im besten Fall wird es euch wie hier jetzt eben direkt vorgeschlagen. Dadurch, dass das eine Kotlin-Datei ist, aber unser Manifest eine Java-Datei erwartet, müssen wir quasi durch den Compiler die Java-Datei angeben. Und das ist in diesem Fall eben Start, also unsere Klasse, und dann ein großes K und ein kleines T angehängt, statt eben der .kt-Endung, sodass unser Compiler eben weiß, was benötigt wird. So, und jetzt gehen wir hier unten nochmal beim Archiv, wo das Main-Archiv definiert werden soll. Beziehungsweise das Main-Manifest. Und hier machen wir jetzt ein Manifest. Und in diesem Manifest geben wir einfach nur die Main-Class an. Genau. Vorsicht hier, das M klein, das C groß, alles zusammen. Und jetzt wollen wir einfach unsere Variable übergeben. Und das machen wir lustigerweise genauso, wie wir es auch in Kotlin später machen werden. Und zwar einfach mit einem Dollarzeichen. Und dann geschweiften Klammern dahinter und jetzt geben wir einfach nur unseren Variablennamen an, also main.class, wie wir es hier oben definiert haben. Tun wir das Ganze einmal reloaden und es gibt keinen Fehler, das ist gut. Und dann testen wir das Ganze, indem wir jetzt einfach hier auf Maven gehen, Package. Das Ganze dauert jetzt einmal kurz, bis er das geladen hat und dann sehen wir gleich, dass
er unsere Jar als TutorialBot.jar ausgeben müsste. So, jetzt sehen wir hier auch schon unten einer der letzten Log-Ausgaben, bevor das Build Success eben kommt. Er hat uns unseren normalen Jar gebaut und jetzt eben das mit dem Assembly-File Target TutorialBot.jar. Das heißt, wir sehen auch direkt hier in unserem Projektverzeichnis ist es unter Target und dann die TutorialBot.jar. So, hier sind wir jetzt in unserem Verzeichnis drin, sehen hier, okay, es wurde ein Target-Ordner erstellt, gehen da rein und sehen hier TutorialBot.jar und die TutorialBot 1.0 Snapshot-Jar. Die brauchen wir nicht, da sehen wir auch direkt 4 Kilobyte, das ist wirklich nur unser Code. Wir brauchen hier die richtige TutorialBot.jar und die sehen wir auch, die ist 14 Megabyte. Und jetzt können wir einfach mal ausprobieren, ein Terminal zu öffnen und zu sagen java-jar TutorialBot.jar und jetzt hier zum Beispiel wieder 1, Hallo Welt 2 und dann sagt der Bot startet und 1, Hallo Welt 2, also unsere Argumente, die wir hinten dran angegeben haben. Das heißt, wir wissen jetzt, unsere Jar funktioniert, wir können sie ausführen auf einem beliebigen, in einer beliebigen Umgebung und es werden auf jeden Fall auch alle Dependencies mit injected, sodass das Ganze laufen kann. Und unsere Manifest hat auch geklappt, dass wir die Datei überhaupt ausführen können. So, dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ciao!